Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie, wo ich mal wieder einen Bock hatte. Wir müssen nämlich hier so ein paar Sachen abreißen, um sie dann danach wieder aufbauen zu können. Das machen wir jetzt gerade. Also ein paar Leitern gebaut, damit wir dort die Automatisierungskabel bauen können. Und dann kann hier endlich die Betankung unserer Rakete stattfinden. Und dann können wir auch zeitnah hoffentlich starten, um uns Graupelweitenkörner zu holen. Hier muss ich gerade noch mal drüber nachdenken. Hier würde ich jetzt auch sehr gerne das Ausgraben noch ein bisschen weiter forcieren. Da kommen wir jeweils von links auch ran. Das heißt, wir können einmal den Bereich hier auch ausbuddeln. Hier sind sowieso die Aufträge drin. Gut, habt ihr hier zu tun. Dann machen wir hier jetzt mal weiter bei dieser Geschichte. Was brauchen wir denn alles? Was wir hier auf jeden Fall auch noch brauchen, ist ein Automatisierungskabel, was da rangeht. Dann würde ich wahrscheinlich hier von links aus auch einen Zugang bauen. Da können wir das aber so mit normalen Ziegeln machen, dass wir da rankommen. Hier auf der anderen Seite brauchen wir auch isolierte Ziegel aus Keramik. Hier unten drunter einen Metallziegel, am besten aus Wolfram. Oh, haben wir gar nicht. Haben wir denn hier Wolfram? Müssen wir mal schauen. Hm. 90, 50 und der hat was, ja. Hat eine zu niedrigere Priorität, da kümmert sich gerade niemand drum. So, veredeltes Metall, Wolfram ist eingestellt. Okay, das hatten wir also in der letzten Folge gemacht. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher, ehrlich gesagt, auch wenn das noch nicht so ganz lange her ist. also da muss dann der Wolfram-Ziegel hin. Wir brauchen eine Sägeplatte. Ich werde später noch das Ganze erklären, wie es dann funktioniert. So, die brauchen Automatisierungskabel. Dann können wir hier auch den Boden schon beginnen zu bauen in beide Richtungen, weil wir hier einen relativ großen Platz brauchen. Wir werden einen Thermosensor brauchen. Den baue ich jetzt mal da so hin. So, jetzt müssen wir hier einen Undgatter, glaube ich, bauen, ne? Auch wenn das außerhalb des Raums ist, baue ich auch das mal aus Stahl. Einfach nur, wenn ich es dann kopiere und in den Raum baue, ich keine Gefahr laufe, dass es uns schmilzt. Weil, wenn hier, ja, ich kann das jetzt noch nicht so genau erklären, das ist eigentlich einfacher, wenn wir alles gebaut haben. Dass wir es so machen, so. Dann müssen wir hier noch etwas haben, dass die Tür sich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, nur für 0,6 Sekunden öffnet. Das heißt, wie machen wir das denn? Gibt ein grünes Signal aus, sendet weiterhin ein grünes Signal für eine Zeitspanne, nachdem der Eingang ein rotes Signal empfängt. Wir brauchen auf jeden Fall das, damit wir die 0,6 Sekunden einschalten. Da muss ich mir aber noch was überlegen, wie wir das mit dem Signal zurücksetzen. Oh je, lang ist's her. Ich kann euch schon sagen, das wird wieder spaßig, wenn ich daran rumbastel. Probiere ich vielleicht außerhalb des Videos aus, dann wird's nicht ganz so peinlich. So, Sauerstoff läuft, perfekt. Dann können wir ja hier an die weiteren Planungen, ja, wobei es ist noch ein bisschen früh, an die weitere Planung zu gehen. Da
Das schalten wir vielleicht nochmal ein, damit sich das Ding hier mit Sauerstoff füllen kann. Knorpelbeere habe ich mir überlegt, nehmen wir an Nahrung dann noch mit, wenn es soweit ist. Und was wir vielleicht schon mal verstellen sollten. Nicht Minikan sollte diese Geschichte machen, sondern Conny. So, Hamsterrad ist wieder aktiv. Dann können wir das Stromproblem hier gleich in den Griff bekommen. Das mal so. Dann können wir das alles ausgraben plus das. Ne, der muss da bleiben, sonst kommen wir an den nicht ran. Jetzt kommen wir hier. Nur wieder ein wenig mehr ausgraben. Stopp, eine andere Sache, die ist mir vor dem Video schon aufgefallen. Habe ich das in der letzten Folge auf 0 Grad gedreht? Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das gemacht haben könnte. Also. Ja, irgendwie suspekt das Ganze. Vielleicht habe ich es gemacht, aber. Ja, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch das aufgefallen ist, dass ich es gemacht habe, weil dann habe ich es verbockt, aber ich kann mich wirklich nicht dran entsinnen. So, wird jetzt im Moment hier alles dauern. Vor allen Dingen hier unten ist es halt schwierig mit der Temperatur. Also aus den Sachen kommt schon echt viel Hitze raus. Und hier natürlich auch. Eigentlich ist das hier sogar das größere Problem. Das hätte vielleicht mehr an den Kreislauf rangemusst. Ne? Tauschen wir das eventuell sogar noch? Ja, machen wir. Sprich, wir brauchen hier einmal eine Leitung, die hier runter geht nach da. Und dann müssen wir hier wieder eine haben. Die hier wieder hoch geht daran, ne? Ja. Und diesen Bereich hier verbinden wir dann so. Ja, das ist eine sehr gute Verbesserung für das System hier. Weil das Wasser wird eben, was in diesem Kreislauf ist, dieser Kühlkreislauf wird hier sowieso aktiv über die Wasserkühler die Temperatur reduziert. Das ist die viel, viel bessere Geschichte. Okay. Das ist hier gerade viel verschmutztes Wasser. Möglicherweise müssen wir auch hier mal gerade ein bisschen aufwischen, sonst fließt hier gar nicht mehr nach unten. Ne? Entscheidender sind eigentlich die Positionen hier unten. Ne? Eigentlich nur hier unten.
Na, wird's jetzt besser? Nee. So wahrscheinlich. Das hätte vermutlich von Anfang an mehr geholfen als das, was ich da gerade gemacht habe. Plus der Block darf weg, da muss nur noch zwei weitere Leitern gebaut werden. Der kann weg. Okay, kommen wir hierher zurück. Auch da gilt jetzt, ich mache das auch einfach noch mal so, dass wir hier gut bauen können. Hier sollten wir inzwischen Wolfram haben, oder? Ja, haben wir. Das heißt, da kommt ein Metallziegel aus Wolfram hin. Jetzt brauchen wir den automatischen Räumer. Der muss da an die Stelle ran können. Ja. Und wobei, nee, in diesem Raum muss das eigentlich nicht Keramik sein, aber wir machen das mal lieber trotzdem doch so. Bauen hier einen Auslauf rein. So. Was macht unsere Rakete? Das Teil ist voll, das ist gut. Dann hier jetzt Knorpelbeere rein und dann kann es auch losgehen eigentlich. Wir wählen das Ziel aus. Das ist dort. Mal eben warten, bis Knorpelbeeren da sind, also bis ein bisschen mehr Essen an Bord ist. Da kommst du drüber. Das verstehe ich jetzt gerade nicht, Kerstin. Du kommst bis hier, du kommst da runter, du kommst da runter. Ah, von hier geht's nicht weiter, okay. Diese paar Gramm Ethanol hier, ne, die sind echt ein Problem. Starten. Einen vollen Gastank, wie gesagt, brauchen wir nicht für das, was wir hier machen. Habe ich die jetzt starten lassen oder nicht? Ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht. Dann auch gleich da weitergehen. So, also wir kriegen eine Meldung, sobald die im Orbit ist. Das heißt, da brauchen wir jetzt für einen Moment nicht drauf schauen. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen sollten, ist den Anzug ablegen.
7%, oh mein Gott. Ja. Jetzt ist es so, wie es ist. Es wird reichen. Wir müssen ja hier nicht so ganz viel machen. Wir werden ein bisschen Granit brauchen. Da können wir jetzt auch vielleicht unseren Rover schon mal ein bisschen Vorarbeit machen lassen. Damit wir hier eine Leiter bauen können, ist glaube ich logisch. Und dann müssen wir nach dahin, um die Graupelweizenkörner mitzunehmen. Ach, vielleicht sollten wir gleich mal beginnen, den Bereich anzulegen, wo wir die Graupelweizenkörner anbauen. Das habe ich ja noch. Ach Gott, bin ich das. Hätte ich auch vorher mal machen sollen. Hatte ich mich schon für einen Bereich festgelegt. Rein von der Temperatur her wäre natürlich hier oben gut, weil hier ist es eh schon kühl. Wobei wir ja auch Teilbereiche dafür. Das wird noch recht kompliziert sogar. Ist noch gar nicht so schnell und einfach erledigt. Und jetzt ist Conny auch noch weg, der ist ja nicht ganz unwichtig für das ganze System. Ja, ich würde wahrscheinlich tatsächlich hier oben den Bereich dafür benutzen. Wir lassen so einen kleinen Puffer nach oben. Dass, falls wir da noch mit mehr Raketen arbeiten wollen, wir das da machen können. Also wir haben hier auch gar nicht so viel Platz wegen. Wo haben wir denn viel Platz, wo uns nichts im Weg ist? Eigentlich hier, ne? So diesen gesamten Bereich könnten wir dafür nutzen. Dann machen wir das mal. Okay, das heißt, wir graben hier jetzt drei Felder hoch aus, bauen oberhalb davon hier isoliert, vielleicht machen wir es ein bisschen tiefer, dass wir da wenigstens zwei Felder hoch noch die Möglichkeit haben durchzulaufen, ne? So, das ist natürlich für unser Wasser auch blöd, was von da oben noch kommt. Dann lassen wir den einen Ziegel da nochmal weg. So, zack, zack, zack. Der Rest funktioniert. Hier können wir auch oberhalb einmal ausgraben. Dann können wir nämlich Ziegel von oben und von unten bauen. Das hilft ja auch immer. Und dann ist das Ausgraben da oben erstmal für einen Moment auf Eis gelegt. Wir haben wieder relativ viele Baustellen hier gleichzeitig im Moment, ne? Was ist noch in CO2? Ja, die Automatisierung steht noch an. In diesem Raum müssen wir auch noch Förderschienen bauen. Das wird aus Metallerz gemacht. Okay, dann haben wir noch irgendwo eine größere Menge Eisen, die wir ausgraben können. Ne, wir hatten hier was, das haben wir schon. Es gibt noch ein bisschen, aber viel ist es nicht. Okay, wir schicken nichts rüber. Das ist schon mal eine gute Einstellung. Ja, dann würde ich fast sagen, wir müssen nur einfach
das, was wir hier noch so an Metallerzen haben, einfach mit ausgraben. Bessere Idee habe ich dafür gerade nicht. So, können wir das ausgraben? Wir müssen halt hier jetzt mal so ein bisschen improvisieren. Da ist Eisen. Dann ist hier was. Dort. Da. Dann kommen wir hier hoch. Dem, was ich hier jetzt so in Auftrag gegeben habe, da sollten wir vielleicht schon mit zurechtkommen, um da die Förderschienen aus Eisenerz zu bauen. Im Zweifelsfall können wir ja auch immer noch ein bisschen Material nachschicken. So, dann brauchen wir hier über das, was wir gebaut haben, hinaus noch. Ein paar Dinge. Also bei dem hier sieht es jetzt tatsächlich so aus, dass wir den möglicherweise gar nicht mit einbeziehen in die ganze Geschichte hier. Mir geht jetzt gerade noch mal was ganz, ganz anderes durch den Kopf. Wenn wir alle nutzen wollen und das mit einem Raum machen wollen, würde das auch gehen. Wir müssten das nur hier unten anlegen. Und eigentlich finde ich das gerade gar nicht so doof, wo ich darüber nachdenke. Wir bauen hier mal für einen Moment gerade nicht weiter. Wir sind da Gott sei Dank noch nicht so ganz weit fortgeschritten. Ich finde die Idee nämlich dafür gerade ganz gut. Muss die nur mal ein bisschen auf mich wirken lassen. So, wie weit ist unsere... Naja, okay. Da fehlt noch ein bisschen. Aber das hier, was wir hier machen können, ist erledigt. Die Frage ist, weil wir das hier ausgegraben haben, ob wir nicht vielleicht auch noch Wolframit ausgraben und das mitnehmen. Wie viel Akku hat er noch? Okay. Bei dem ist gleich finito. Aber... könnten wir auch das schon mal vorbereiten. Dann kann Conny das auch noch alles ausgraben. Dann können wir das Wolframit auch mitnehmen. Eisenvulkan, okay. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsvulkan. So, ich plane das gerade mal eben hier ein bisschen mit euch, wie wir es machen könnten. Was haben wir denn hier unten im Weg? Also hier erstmal nichts. Die Bienen werden da sowieso nicht dauerhaft arbeiten, weil Uranerz ist eben hier nicht unendlich verfügbar. Da ist ein CO2-Geysir, da ist ein kleiner Vulkan. Den könnte man ja auch noch mit einbinden. Also im Grunde müsste man die Magma von all diesen Punkten dann auf den niedrigsten, dass wir hier runterlaufen lassen. Und dann müssten wir hier eigentlich nach unten hin noch genügend Platz haben. Vielleicht bauen wir uns hier mal was. Um zu schauen, wie weit geht es hier nach unten runter. Das ist alles Eis, das wird so schnell bei den kalten Temperaturen nicht schmelzen. Aber dann bauen wir uns hier mal... Ne, nicht aus Sandstein. Was liegt hier rum? Nichts. Wir nehmen Magmatit.
dann bauen wir uns hier eine Leiter runter, um dann mal zu schauen, wie tief geht's da runter. Reicht der Platz für das, was wir vorhaben? Um dann aus der Magma jeweils die Hitze rauszuziehen, daraus Strom zu erzeugen. Sowieso mal zum Langzeitplan. Ich weiß nicht, ob ich den euch schon mal verraten habe für diesen Asteroiden. Weil grundsätzlich würde uns das ja gar nichts bringen, hier Strom zu erzeugen in Riesenmengen, weil wir hier auf Dauer sowieso nichts machen. Das Gold kann hier automatisch abtransportiert werden. Mit dem kalten Schlammgeysir können wir das gleiche machen, wobei wir das Wasser hier möglicherweise brauchen. Also eigentlich wüsste ich hier nicht flüssig Schwefelgeysir, das können wir auch so bauen, dass das von alleine funktioniert. Und dann ist die Idee, mit dem ganzen überschüssigen Strom, den wir hier produzieren werden, wegen der vielen Magma, die wir hier bekommen, dass ich damit dann hier oben jede Menge Elektrolyser bauen werde und wir den Sauerstoff quasi verschenken in Richtung Weltall und den Wasserstoff dann hier rüber schicken zum anderen Asteroiden, um den dort dann wieder in Strom umwandeln zu können. Das ist so die langfristige Idee für das Ganze hier. Ob das so funktionieren kann, müssen wir mal schauen. Aber das ist meine Idee, mein Wunsch, mein Ziel hierfür. Und ich glaube, das Ganze hier unten zu machen, ist die sehr viel bessere Variante. Da können wir alle nämlich einbinden. Aber schreibt mir gerne mal was dazu, wie ihr dazu steht, was ihr darüber denkt. Es muss ja nicht immer alles in Stein gemeißelt sein, manchmal. Oder, um nicht zu sagen, oft habt ihr ja auch bessere Ideen als ich. So, da läuft wieder Wasser nach links. Oh, okay. Fließen ist aktuell so eine Sache hier, ne? Da fließt nicht so immer und überall wirklich viel. So, jetzt können wir da auch ran, aber es kommt Rakete im Orbit. Das kann Conny gerade nicht, weil der hat jetzt hier andere Aufgaben. So, den fast kaputten Schutzanzug müssen wir jetzt nochmal wieder anziehen. So, jetzt lassen wir dich landen. Das machen wir mal dort. Hat das jetzt nicht geklappt? Doch, hat's, oder? Ja, okay. Da kommt er so. Jetzt wird das gleich gebaut und dann wird ausgegraben. Oder geht Conny jetzt erst graben? Nee, eigentlich sollte er bauen gehen. Ja. So, jetzt wird da Granit ausgegraben. Wir können die Rakete schon mal landen lassen. So, das reicht uns schon. Okay, dann können wir es auch so lassen. Das Ding ist jetzt hier so, dass wir den Anzug einmal liefern und der füllt sich jetzt mit Sauerstoff und ja, dann kann Conny hier doch gleich weitermachen. Mehr Granit müssen wir eigentlich nicht ausgraben. Was wir noch ausgraben können und sollten, ist hier Wolframit. Das stelle ich dann auch hier mal ein. Veredelt, nee, Quatsch, Metallerz. Wolframit.
Ach so, natürlich müssen wir das jetzt umstellen. Dass er vielleicht beim nächsten Mal auch im Bett schlafen kann. Ne? Was? Ja, ist auch egal. So wichtig ist es nicht. Conny, was machst du jetzt hier? Warum gehst du nicht raus? Hungrig, Rückenschmerzen, aber Sachen zu essen sind doch da. Sumpfmangoldherz und Knorpelbeere. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe. Knorpelbeere ist erlaubt und Sumpfmangoldherz auch. Also warum bist du denn hungrig? Rückenschmerzen ist klar. So, jetzt geht er raus. Okay, das ist schon mal... Gut, aber warum macht er jetzt hier nichts? Ach, er konnte da jetzt scheinbar hoch, aber er kommt da nicht runter, oder wie verstehe ich das? Doch. Wir können da... da ist das Problem. Es ist hier... Ach so, es ist was geschmolzen, als die Rakete gelandet ist und deswegen ging das jetzt nicht weiter. Okay. So, dann können wir jetzt hier wieder... Ach, wir haben sogar auch da schon das erste Graupelweizenkorn gefunden. Das darf natürlich hier rein. Zu kommen, haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, wir bauen, graben auch hier noch was aus, oder die bessere Variante, glaube ich, wir bauen da noch ein paar Leitern hin. Der Schutzanzug gleich kaputt geht, werden wir das sicherlich mitbekommen. So, was sehen wir denn hier? Und okay, wir haben bis dahin Platz. Da ist der Vulkan. Ja, das passt locker. Das sollte funktionieren. Okay, dann machen wir viele dieser Sachen, die ich hier geplant haben, machen wir rückgängig. Das werden wir ändern. Magma müsste dann bis hier runter. So. Das werden wir umplanen. Jetzt muss ich nur mal hier gerade schauen, dass ich da vielleicht noch isolierte Ziegel ergänze, dass wir da die Hitze aktuell nicht rauslassen. Reißen hier die Tür und alles ab. Das hier kann alles wieder weg. Das hier ebenfalls.
Pony lässt sich schmecken. Ja, okay, der ist also jetzt schon so weit, dass er aufräumt. Ah, der Schutzanzug ist defekt. Okay, da müssen wir jetzt noch ein bisschen das... Na, geht jemand ran, oder? Müssen wir das ohne Schutzanzug weitermachen? Nicht für lange, aber für ein bisschen. Hier wollte ich eigentlich Conny dann gleich drauf schicken, wenn er zurückkommt. Ja, da können wir auch ruhig so lange warten. Das eilt ja nicht. Fraglich für mich ist jetzt natürlich noch, wie gehen wir das Ganze hier an? Oh, eine Sache noch, bevor ich hier gleich anfange, das alles zu zerlegen, müssen wir mal gerade auf die Erfolge schauen. Achso, ja, das haben wir jetzt geschafft, weil es gibt doch diesen, da, extrahiere Uran aus einem Bienenstock, ohne gestochen zu werden. Das werden wir ja nicht mehr hinkriegen. Oder kriegen wir das vielleicht sogar relativ simpel, denn hier ist ja immer, also wir kommen dahin, dahin, da brauchen wir eine Leiter, da, und dann würde ich da mal die Autoernte aktivieren und wir versuchen das mal. Oh, ist meine Pelle da gerade schon gestochen worden? Ja, ich glaube, genau das ist passiert. Ist halt die Frage, ob wir da Ziegel drunter bauen müssen oder... So. Ich habe Hoffnung, wenn ich hier Ziegel hinbaue, dass vielleicht von dem Kohlendioxid, was jetzt flüssig ist, was ausgast und wir dann hier viel CO2 haben und das dann mal schnell da rausholen können. Ich würde gerne versuchen, den Erfolg noch schnell zu machen, bevor wir hier dann demnächst Kleinholz rausmachen. Das hat doch jetzt funktioniert, oder? Kolonieerfolg errungen. Sehr schön. Süßer als Honig. Okay. Ja, dann nee, machen wir jetzt erstmal Ende, bevor ich hier wieder irgendeine Baustelle anfange. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.